Hey Leute, es sind 5000 Grad gerade und deswegen halten wir es heute etwas kürzer und auch etwas feuchter und gehen wieder zurück zum Thema Master und Commander, was sich ja einige von euch des Öfteren in den Kommentaren mal wieder gewünscht haben. Und ich habe ja auch zu Recht in dem ersten Video, was ich über den Film gemacht habe, was ich euch hier oben verlinke, gesagt, dass man über den Film eigentlich viele Videos machen könnte. Erstens, die Videos sind nicht wissenschaftlich methodisch korrekt. Wissenschaft geschieht im wissenschaftlichen Rahmen, wie etwa Aufsätze, Monographien oder Sammelbänden, an dafür vorgesehenen Institutionen oder in eigenverantwortlich ausgewiesenen Werken, nicht im Rahmen eines 20- bis 40-minütigen YouTube-Videos. Zweitens, die Videos haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da es sich um Videos handelt, die laut Kanalstatistik sowohl verschiedene Altersgruppen zwischen 12 und 65 plus, als auch unterschiedliche Wissens- und Einarbeitungsstände in die Thematiken erreichen, ist die Aufarbeitung recht oberflächlich und allgemein gehalten, mit nur einzelnen Passagen, die etwas komplexer sein können. Drittens, die Videos haben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Geschichtswissenschaft gehört zu den nicht exakten Geisteswissenschaften, die oft nach den Regeln der Heuristik verfahren. Demnach entstehen Fakten durch einen Konsens vieler Wissenschaftler. Einzelpersonen hingegen können per Definition, egal welchen akademischen Grad sie besitzen oder nicht besitzen, nicht automatisch Recht haben. Die Videos sollen unterhalten und Interesse wecken. Die behandelten Themen, hauptsächlich Unterhaltungsmedien, wie etwa Filme oder Videospiele, sind inhärent nicht historisch korrekt. Anstelle sich auf das Negative zu konzentrieren, wie dies schon unzählige andere Kanäle tun, ist das Ziel hier, kleine Aspekte aufzugreifen, die man eventuell doch irgendwie in der Geschichtswissenschaft wiederfinden könnte. Das bedeutet nicht, dass das behandelte Medium rein positiv zu betrachten wäre. Fünftens, die Videos stellen eine subjektive Meinung dar. Das Resultat der vorangegangenen Punkte bedeutet, dass hier keine Wissenschaft betrieben wird. Aber kurz vor heute noch eine kleine Info. Ich habe für die nähere Zukunft geplant, ein bisschen mehr wieder auf Twitch zu machen. Natürlich in erster Linie erstmal Gaming-Content, weil dieser Kanal hier ja ursprünglich immer noch ein Gaming-Kanal war, was jetzt im letzten Jahr ein bisschen untergegangen ist und das Ganze so ein bisschen auf Twitch stattgefunden hat. Aber auch für die geschichtlich Interessierten wird es ab und zu mal dazu kommen, dass wir auf Twitch auch natürlich über Geschichte reden. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Lust drauf habt, und ich blende es euch nochmal hier unten irgendwo ein, den Link zu meinem Twitch-Kanal. Und wenn ihr dem direkt folgt, bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich gerade live bin. Würde mich sehr freuen, einige von euch da wiederzusehen, weil es ja auch eine etwas direktere Form der Kommunikation ist, anstelle, dass ich einfach nur ein Video aufnehme und das dann ins Internet klatsche und da nicht wirklich eine Kommunikation stattfindet. Aber kommen wir heute erstmal zu einem kleinen Detail in Master & Commander, was mich schon jahrelang fasziniert, weil es einfach das perfekte Beispiel für indirektes Storytelling im Filmwesen, aber auch indirekte Geschichtsvermittlung im Geschichtswesen ist. So, an der Stelle pausieren wir mal. Und was genau in dieser ganzen Szene werde ich da wohl gemeint haben? Es ist wirklich nur ein sehr, sehr kleines Detail und einige von euch werden es bestimmt schon erraten haben. Ich habe darüber, ist glaube ich schon ein bisschen her, auch mal in einem Stream geredet. Und zwar geht es mir speziell um diese eine Einstellung da oben. Die Einstellung wird auch nicht lange gehalten. Es ist unter einer Sekunde, dass man dieses Bild da oben sieht. Aber hinter dieser wirklich kleinen Einstellung steht eine ganze Geschichte, steht eine ganze Psychologie, steht eine Philosophie und all das zusammengepackt und noch nicht mal irgendwie erläutert in diesem Film reingebracht innerhalb von weniger als einer Sekunde. Und genau meine ich damit die Flagge, die dort abgebildet wird. Man erkennt die Flagge hier zwar nicht sehr gut, allerdings ist es eine sehr spezifische und eine sehr leicht zu identifizierende Flagge, nämlich ist es der sogenannte Red Ensign. So, und da seht ihr jetzt schon, wir werden heute ein bisschen Spaß mit Flaggen haben. Und damit ich euch erstmal ein bisschen Hintergrund gebe, wieso diese Flagge eigentlich so wichtig für diese Szene, diesen Film und generell auch für die Zeit ist, erstmal eine kurze Erklärung dazu. Es handelt sich hier in erster Linie um eine Abwandlung der Flagge des British Empire, wie sie während den Napoleonischen Kriegen verwendet wurde. Allerdings ist Flagge nicht gleich Flagge und das gilt heutzutage genauso wie vor 200 Jahren. Einige von euch werden bestimmt schon mal den Begriff Reichskriegsflagge gehört haben. Der Begriff ist mittlerweile gerade in Deutschland etwas aus der Mode gekommen. Allerdings haben wir heutzutage etwas Ähnliches auch in Deutschland. Jetzt nicht speziell die Reichskriegsflagge, das ist wieder ein anderes Thema, sondern wir haben eine Flagge, die eine Abwandlung der deutschen Flagge ist und von allen Gewaltorganen des deutschen Staates benutzt wird. Nämlich ist das heutzutage die Bundesdienstflagge. Dazu muss man sagen, die Bundesdienstflagge wird technisch gesehen von allen Bundesorganen verwendet. Allerdings, da wir uns hier ein bisschen auf die kriegerische Ebene konzentrieren, ist es eben wichtig zu sagen, dass diese Bundesdienstflagge von allen Gewaltorganen benutzt wird. Mit einer Ausnahme. Sie wird nicht benutzt von Militärschiffen der deutschen Marine. Auf Kriegsschiffen der deutschen Marine wird nämlich die sogenannte Seekriegsflagge benutzt. Rein funktional ist das Einzige, was diese beiden Flaggen unterscheidet, dass die Seekriegsflagge eine sogenannte Doppelstandardflagge ist. Das heißt, die wehenden Enden dieser Flagge haben einen schwalbenschwanzartigen Einschnitt bekommen.
und der Adler wurde ein wenig verrückt, damit er noch halbwegs aussieht, als ob er mittig sitzen würde. Und so etwas in der Art findet man bei den meisten europäischen Marinestreitkräften in einer Abwandlung oder der anderen. Unter anderem auch bei der britischen Royal Navy. Die britische Marine verwendet heutzutage den sogenannten White Ensign auf all ihren Kriegsschiffen. Die sogenannte Red Ensign hingegen, die wir eben auch schon in Master and Commander gesehen haben, wird heutzutage hauptsächlich von zivilen Schiffen verwendet. Dazu zählen sowohl private zivile Schiffe als auch institutionell genutzte zivile Schiffe, wie zum Beispiel Frachtschiffe der Merchant Navy. Besonders die Leute in den Kommentaren hier, die sich hauptsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, werden den Unterschied zwischen White Ensign und Red Ensign bestimmt schon kennen. Aber heißt das jetzt für Master and Commander, dass Captain Jack Aubrey hier auf einem zivilen Schiff unterwegs ist, weil er lässt ja den Red Ensign fliegen? Nicht wirklich, ganz im Gegenteil sogar, denn der Red Ensign in dieser Szene bedeutet, dass wir es mit einer sehr gut ausgebildeten, sehr erfahrenen, schon lange in Dienst stehenden Crew zu tun haben. Denn zur Zeit der Napoleonischen Kriege gab es eben nicht nur White Ensign für die Royal Navy, sondern es gab drei Seekriegsflaggen, die die Royal Navy benutzt hat. Nämlich den White Ensign, den wir ja schon kennen, den Red Ensign und dann noch den Blue Ensign. Aber wieso gibt es diese drei verschiedenen Flaggen und was haben die eigentlich auszusagen? Im Grunde genommen haben wir es hier mit einer Rangordnung zu tun. Man kann sich das so vorstellen, dass ein junger Kommandant, der gerade erst sein erstes Kommando erhält, eine kleine Schaluppe oder etwas ähnliches, wie es eben auch in der Romanreihe Master and Commander mit Jack Aubrey der Fall ist, dann steht dieser junge Kommandant erstmal in Diensten des Blue Ensign. Und wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt kann man sich das dann so vorstellen, dass je erfahrener dieser Kommandant wird und je weiter er in den Rängen nach oben geht und je mehr er sich selbst und seine Tapferkeit und seine Fähigkeit unter Beweis stellt, dann kommt er eben irgendwann unter das Kommando des White Ensign und dann zuletzt unter das Kommando des Red Ensign. Wir haben es hier quasi mit einer Art Erfahrungsstufensystem zu tun. Und das betrifft natürlich nicht nur die Kommandanten, denn die Kommandanten erhalten ein Kommando, in dem Fall eben ein Schiff, und können, wenn sie befördert werden beispielsweise, wenn sie ein größeres Kommando bekommen, eben auch entscheiden, ob sie einen Teil ihrer Crew mitnehmen wollen. Das heißt, in der Praxis sieht das so aus, dass ein beförderter Kommandant sich die erfahrensten oder die am besten zusammen funktionierenden Personen aus seiner Crew mitnimmt auf sein neues Kommando. Dementsprechend ist das neue Schiff oder das größere Schiff, es muss ja nicht unbedingt ein neues Schiff sein, aber zumindest das größere Schiff, was dieser Kommandant dann hat, ausgestattet mit einer bereits erfahrenen Crew. Und je weiter der Kommandant dann befördert wird, desto erfahrener ist in der Regel auch die Besatzung. Und auch in der Admiralslaufbahn der damaligen Zeit im British Empire ist es eben so, dass wenn man in den niedrigsten Admiralsgrad, den sogenannten Rear Admiral Grad befördert wird, man erstmal Rear Admiral of the Blue ist, also quasi Rear Admiral des Blau. Und wenn man dann befördert wird, wird man Rear Admiral of the White, Rear Admiral of the Red und erst dann wird man befördert zu Vice Admiral, also quasi Vizeadmiral und startet da auch wieder als Vizeadmiral des Blau, danach Vizeadmiral des Weiß, danach Vizeadmiral des Rot und dann Admiral des Blau, Admiral des Weiß, Admiral des Rot. Und selbst der wohl berühmteste Admiral der britischen Seestreitkräfte aller Zeiten, Admiral Horatio Nelson, ist meines Wissens gestorben, nicht als Admiral des Rot, also quasi als der höchste Grad der Admiralität zu dieser Zeit, sondern in Anführungszeichen nur als Vizeadmiral des Weiß. Das heißt, selbst er war gerade erst in, sagen wir mal, der Halbzeit seiner Admiralslaufbahn. Aber diese Farben haben tatsächlich nicht nur etwas mit der Erfahrung der Besatzung und des Kommandanten zu tun, sondern auch mit der Positionierung derer in einer Schlachtorganisation. Nämlich ganz pragmatisch, die Kommandanten des Blauen sind in der Nachhut, die Kommandanten des Weiß sind im Zentrum und die Kommandanten des Rot sind in der Vorhut. Das heißt, die theoretisch am kampfstärksten, tapfersten und vor allem erfahrensten Personen sind in der Vorhut und greifen den Gegner zuerst an. Sie erhalten dementsprechend auch den meisten Schaden. Aber psychologisch traut man diesen Personen eben dann doch zu, durch ihre Erfahrung
das irgendwie wieder wettzumachen. Als zweites treten dann eben die Weißen quasi auf den Plan, die zwar schon etwas an Erfahrung haben, aber vielleicht noch nicht so erfahren sind wie die Roten, sich quasi noch ein bisschen beweisen müssen, vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln müssen, aber eben schon sehr kampfstark sind. Und zu guter Letzt, falls die Schlacht bis dahin noch nicht entschieden ist, kommen eben die Blauen mit ins Spiel, die man bis zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen schonen wollte und die erstmal am Beispiel der anderen lernen und in der Ernstsituation quasi erst zuletzt berufen werden. Und deswegen ist diese Szene hier oben eben so ausdrucksstark, weil mit dieser knappen Sekunde gezeigt wird, dass sie eben nicht eine unerfahrene Besatzung oder ein unerfahrener Kommandant diesen Kampf betritt, sondern mit einer der erfahrensten Besatzungen und einer der erfahrensten Kapitäne der britischen Royal Navy. Und das spiegelt sich so in der Art, wie gesagt, auch in den Büchern von Patrick O'Brien wieder, weil Jack Aubrey eben seine Karriere startet als gerade mal Kommandant einer kleinen Schaluppe unter dem Blue Ensign der HMS Sophie und muss sich erstmal beweisen. Und in den späteren Büchern, wenn er dann auch ein paar Mal befördert wurde und dann auch unter dem Kommando des Roten ist, dann ist mit ihm und der Besatzung auch wirklich gar nicht mehr zu spaßen. Und genau das sagt dieses kleine Detail hier auch aus. Und wegen solchen kleinen Details liebe ich diesen Film einfach. Wenn sich da in der Produktion jemand hingesetzt hätte, der nicht so unbedingt die Ahnung gehabt hätte von Naval Ensigns zur Zeit der Napoleonischen Kriege in der Royal Navy und einfach den modernen White Ensign benutzt hätte, das wäre erstmal nicht falsch gewesen, aber es hätte eben auch an Detailreichtum gefehlt in Bezug auf die Bücher und eben in Bezug auf diese Aussage, dass wir es hier eben mit wirklich erfahrenen Leuten zu tun haben. Wenn ihr noch solche kleinen Details aus diesem Film kennt oder beispielsweise auch aus anderen Filmen, die ihr total feiert, dann lasst mir das doch gerne mal unten in den Kommentaren stehen. Und wie gesagt, in nächster Zeit wird ein bisschen mehr auf Twitch stattfinden und ich freue mich über alle, die mit dabei sein wollen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao.